Hey. Hey. Na, wie geht's? Gut. Schön. Fleißig bei der Arbeit? Wann können wir denn deine Entwürfe gemeinsam durchgehen? Demnächst. Demnächst? Das ist schon noch ein bisschen Arbeit. Ich habe hier ein paar Entwürfe, die rokokomäßig inspiriert sind. Ach, genau sowas brauchen wir doch für die Feier. Ja, aber ich finde es noch nicht so gut. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Immerhin müssen wir die Blumen noch bestellen, die du für deine Girlanden brauchst. Dann würde ich sagen, wir treffen uns heute Nachmittag und ich versuche bis dahin das fertig zu machen. Okay. Gut. Dann bis heute Nachmittag. Ja. Tschüss. Ciao. Aber das hätte ich doch merken müssen. Ich bin doch 37 Jahre mit deinem Vater verheiratet. Ja, aber er sieht genauso aus wie Papa und er verhält sich auch so. Ein bisschen gewundert habe ich mich schon. Irgendwie redet er anders und dann ist er plötzlich so übertrieben charmant. Charmant ist Papa auch, eigentlich. Ja, aber anders. Weißt du, du kannst doch nicht damit rechnen, dass da plötzlich einer vor dir steht, der sein Zwillingsbruder sein könnte. Weißt du, dass es sowas in der Realität wirklich gibt? Das hätte ich nie geglaubt. Denkst du, ich? Wir müssten eigentlich die Polizei verständigen, dass die seine Papiere überprüfen. Wie sollen wir denn rausfinden, wer der richtige Alfons ist? Wieso wir? Das musst du schon alleine machen. Entschuldigung, hast du deinen Vater? Eben. Deshalb kann ich dir auch nicht bei der Mission helfen. Was denn für eine Mission? Ach, Mama. Lukas eben plötzlich vor mir stand. Ich habe schon wieder weiche Knie und totales Herzklopfen bekommen. Ich hätte mich am liebsten in seine Arme geworfen. Ich kann mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Ich müsste schon viel weiter sein. Aber ich denke dauernd an Lukas. Er kann mir nicht mal mehr in die Augen schauen. Würde er es kaum aushalten, mit mir in einem Raum zu sein? Oder hält er es nur nicht aus, weil er genauso unter unserer Trennung leidet wie ich? Schluss jetzt. Ich muss endlich aufhören damit. Meine Beziehung zu Lukas ist nur noch rein beruflich. Ach, das sind Informationen für die Jubiläumsfeierlichkeiten. Aha. Ach, jetzt, wo du Direktorin bist, findet dein Ex-Mann, dass du alles alleine regeln musst. Im Gegenteil, er sprudelt geradezu über vor Ideen. Aber ich will mir selbst ein Bild machen. Mich in alles einarbeiten, damit ich eine Entscheidungsgrundlage habe. Ach, deswegen stopfst du meine Praxis mit lauter Unterlagen voll. Immerhin besser als in deinem Schlafzimmer, oder? Also Werner Saalfeld scheint weniger Probleme damit zu haben, als wir dachten. Oh, nein, nein. Es wurmt ihn, dass ich am Fürstenhof jetzt das Sagen habe. Aber er weiß, gegen Cosima haben wir nur gemeinsam eine Chance. Ach, und du denkst, er wird in Zukunft auf dich hören? Er hat gar keine andere Wahl. Ich kenne Werner. Trotz seiner Eitelkeit hat er letztlich nur das Wohl des Fürstenhofs im Auge. Das kannst du sicherlich besser beurteilen als ich. Warum bist du so skeptisch? Cosima Zastro wird sicherlich versuchen, einen Keil zwischen euch zu treiben. Ihr fehlt aber eins, etwas Entscheidendes. Das Fürstenhofgehen. Sie mag Ludwig Saalfelds leibliche Tochter sein, aber ich bin hier aufgewachsen.
Niemand ist dieser Ort so vertraut wie mir. Gerade jetzt, mit der Grundsteinlegung. Das ist mein Haus. Ich lass mich nicht vertreiben. Meinst du nicht, es gibt im Prinzip eine harmlose Erklärung? Du hast doch selbst gesagt, dass du es komisch findest, dass Nils sowohl dich als auch Henrik ganz offensichtlich loswerden wollte. Ja, ist es ja auch. Aber vielleicht war er ja wirklich krank. Warum hat das dann nicht Henrik gesagt? Sondern nur mir. Tut mir leid, wenn ich da Öl ins Feuer gieße, aber ich habe da nun mal meine Erfahrung gemacht. Du glaubst, er hat eine andere, oder? Ich weiß nur eins. Nils, der kann wirklich wundervoll sein. Aber er nimmt es oft mit der Wahrheit nicht so genau. Was ja auch in einem gewissen Punkt verständlich ist. Kommt nun mal aus einer Familie, die eine lange kriminelle Tradition hat? Hat er mir erzählt. Weißt du was? Am besten du redest selbst mit ihm. Ja, das werde ich wohl müssen. Komm, jetzt mach dir nicht schon vorher so viel Sorgen. Fühl ihm einfach vorsichtig auf den Zahn, dann wirst du schon merken, ob er dir was verschweigt. Was würde ich nur ohne dich machen? Na, wir Frauen, wir müssen noch zusammenhalten. Natürlich bekommt das Ehepaar Bachschmidt die Parksuite, Herr Sponheim. Das sind Stammgäste, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Habe ich eben richtig gehört und Sie geben dem Personal Anweisungen? Ja, allerdings. Was erlauben Sie sich? Bitte? Sie haben hier gar nichts mehr zu bestimmen. Das sieht Charlotte anders. Sie respektiert, dass die 50% Anteile nach wie vor mir gehören. Ja, auf dem Papier vielleicht. Aber was das in der Praxis bedeutet, scheint Ihnen noch nicht wirklich klar zu sein. Unsere Geschäftsleitung sollte sich mal einig sein. Worum geht's nochmal? Um die Buchung der Stammgäste Beyerl Schmidt. Vor allem darum, dass die neue Frau Saalfeld uns heute Morgen alle zusammengetrommelt und uns verboten hat, Anweisungen des Direktors entgegenzunehmen. Ab sofort geben Sie niemandem mehr hier Anweisungen. Das hätten Sie wohl gern. Aber so weit wird es nicht kommen. Es müsste doch eigentlich in Ihrem Sinne sein, wenn ich Charlotte bei ihrer neuen Führungsaufgabe ein wenig unter die Arme greife. Je weniger ihr reingeredet wird... Wie kommen Sie dazu, das Personal gegen mich aufzuhetzen? Aufhetzen? So ein böses Wort. Am besten, Sie halten sich ausschließlich an Charlotte. Ich meine, an die Frau Direktor. An Charlotte Saalfeld? Ja, soweit ich es mitbekommen habe, wurde sie als neue Direktorin eingesetzt. Ich kann doch sagen, ich schlage drei Kreuze, dass dieser Bankmensch so intelligent war, Charlotte wieder mit ins Boot zu holen. Immer noch besser, als wenn er mich zur Direktorin ernannt hätte. Schon klar. Aber ich weiß gar nicht, weshalb Sie sich so aufregen. Bei all dem Finanzchaos, das Sie angerichtet haben, haben Sie es immerhin noch geschafft, Ihren Gaul zu behalten. Ich bin dann schon mal vorne wegen der Reisegruppe aus Koblenz. Bis gleich. Hm. Heute abgesagt. Den Abend möchte ich gern mit dir ganz allein verbringen. Und so richtig gemütlich machen wir es uns, hm? Und was ist mit dem Tanzen? Das ist dir doch sonst immer so wichtig. Du wirst es nicht für möglich halten, aber es gibt Dinge, die sind mir noch viel wichtiger als alles andere auf der Welt. Hm. Alfons? Alfons? Das halt. Du glaubst mir endlich, dass ich es bin. Ich wollte nur mal sehen, wie Sie reagieren. Und? Frag mich noch irgendwas. Was habe ich zum Beispiel bei unserer ersten Verabredung angehabt? Das würden Sie auch nicht wissen, wenn du Alfons wärst. Ja, stimmt. Aber... Los. Gott sei Dank, du bist es. Ich hab den Test bestanden. Sag mal, wenn ich jetzt der Falsche gewesen wäre, hätt's dann den Kuss auch so lang ausgedient.
Der hätte sich eine saftige Ohrfeige gefangen.